Namaste, ich grüße euch zum neuen Video. Hier ist der Olli. Politik ist ein schmutziges Geschäft und verdirbt den Charakter. Ja, das wussten die 1882 schon. Heute scheinen das die Leute manchmal ein bisschen vergessen zu haben. Und da sind wir schon beim Thema. Und zwar geht es hier um den Fall Magnitz. So, am 8.1. diesen Jahres ist das durch die Presse gegangen. Ja, den haben sie in Bremen zusammengetreten. Und die Polizei Bremen, die hat dann Zeugenaufruf gemacht. Und das war am 11.01. Und die stellen hier das Video in seiner Rohfassung zur Verfügung. So. Hier hat Crosta TV eine Analyse gemacht, die haben sich das mal angeguckt und da fehlen von der ersten Kamera, vom ersten Videosequenz da packen, da fehlen 1 Minute 45 Sekunden und vom zweiten Video vom Anfang 11 Sekunden. Da ist ja irgendwo der Wurm drin, ne? Wenn die Polizei hier sagt, Sequenzen des Ablaufs in ihrer Rohfassung. Ja, und dieses Video, das habe ich mir mal runtergeladen, von der Polizei hier, Bremen. Hier gucken wir jetzt mal rein. So, hier vorne ist der Magnitz, ungefähr 10 Meter dahinter die Angreifer, die zwei. Und dann nochmal so 3, 4 Meter hinter denen, noch derjenige, der dann zum Schluss wegrennt, der auch dazu gehört. Hier vorne haben wir den Bauarbeiter, oder? Ist es der Bauarbeiter? Da war ja so eine Rede von dem Bauarbeiter, der Schlimmeres verhindert hat. So. Naja, da gucken wir mal rein. Ach so. Und hier hinten kommt noch jemand und hier ist auch noch jemand zu sehen. Als wenn das so nach hinten abgesichert ist. So kommt es mir vor. Hier ist der Bauarbeiter, der gehört, so hat es jedenfalls den Anschein für mich, dass der auch noch mit zu der Truppe gehört. Ja. Na? Staatsschutz oder irgendwas. Also das sind reine Spekulationen. Ne? Das ist nur meine Meinung. So, jetzt gucken wir mal rein. Achtet mal auf den Bauarbeiter oder PKW hier. Der macht jetzt den Kofferraum zu. Dreht sich nach links. Guckt. Ja, alles in Ordnung. Die machen ihre Sache. Und macht den Kofferraum wieder auf. Erst macht dann zu, dann macht er wieder auf. So. Jetzt fehlen die 11 Sekunden hier. Dann sieht man nur noch. Und von der ersten Sequenz, was wir gerade gesehen haben, 1:45. So, bupp, spappt und da liegt er schon da. Das war's. So. So, wie gesagt, das ist am 11.01. ist das Video veröffentlicht worden. Und am 11.01. ist noch was veröffentlicht worden. Und zwar das hier. Ex-Landeschef André Poggenburg hat AfD verlassen. Ja, vielleicht wollte er das ja gar nicht so. Na, was ist denn, wenn die beiden Ereignisse hier im Zusammenhang stehen und das bloß so eine Nachricht an Poggenburg war, wir können auch anders. Also wie gesagt, das ist reine Spekulation, aber ja, Politik ist ein schmutziges Geschäft und da kann man spekulieren, was da schmutzig ist, ne? War schmutzig und der Wurm und irgendwas stimmt doch dort nicht. Auch wie die AfD das genutzt hat. Die hätten das ja medientechnisch sehr gut für sich nutzen können. Nichts. Na? Dann entlässt er sich noch 2 Tage. Nach 2 Tagen. Das hätte man viel mehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich wollte bloß mal darauf hinweisen, ja, auf das, was mir aufgefallen ist und
Vielleicht besteht ja ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen. Ja. Na gut, dann danke ich erstmal fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal und ich bin raus.